Mit Hermann Memmel verliert München ein Original. Der Truderinger SPD-Politiker war weit über Parteigrenzen hinweg geschätzt und beliebt. Die Heiliggeistkirche am Viktualienmarkt bis auf den letzten Platz besetzt. Unter den Trauergästen FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Schließlich war Hermann Memmel 40 Jahre lang Verwaltungsbeirat bei den Bayern. Wenn immer wir ein Problem hatten, ob das jetzt in der Zeit des Baus der Allianz Arena oder als wir eine Trauerfeier machen wollten für diesen Absturz von Manchester United in Trudering, der Hermann war immer da, man konnte mit allen Problemen zu ihm kommen und er hat sie versucht zu lösen. Der hat immer geholfen, egal was du brauchst, hast du gesagt, ich schaue mal, was ich machen kann. Ja. Und dann hat er das auch umgesetzt, durchgesetzt. Ja, und so ist, bleibt einem der Mensch im Herzen und im Kopf einfach immer da. Wir hatten eine sehr enge Freundschaft, wir haben uns wirklich oft auch privat getroffen. Hermann Memmel starb am 12. April nach langer, schwerer Krankheit. Für die Münchner SPD saß Memmel von 1972 bis 2002 im Stadtrat. 1994 bis 2008 gehörte der Truderinger Sozialdemokrat dem Bayerischen Landtag an. Unter anderem ist die Verlagerung der Messe München nach ihm Memmels Mitverdienst. Für mich persönlich ist es ein großer Verlust, weil Hermann Memmel wirklich ein guter Freund war. Ich glaube, der Hermann war ein unglaublich positiver Mensch, der immer ein Beispiel gegeben hat, dass alles zu lösen ist, wenn man sich nur darum bemüht. Hat für diese Stadt wahnsinnig viel getan. Wir hatten natürlich nicht immer die gleiche Meinung, das ist vollkommen klar. Aber er war im politischen Umgang, auch im menschlichen Umgang, immer fair und korrekt. Als Wiesenstadtrat hat sich Hermann Memmel auch für das München Oktoberfest viele Jahre verdient gemacht. Die Eude Wiesen, sie war ursprünglich eine Idee von Hermann Memmel. Hermann Memmel wird uns sehr abgehen. Er war so toll mit der Wiesen verbunden. Und wir haben ihn alle so gern gemocht, er wird uns sehr, sehr fehlen. Was mochten Sie an ihm? Seine Art, man konnte mit ihm reden, er hat sich bei allem ausgekannt, gerade zu den Themen, die uns beschäftigt haben auf dem Oktoberfest. Da war er ein super Ansprechpartner, er hat alles gekannt, er hat jeden gekannt, er hat viele vernetzt. Am 7. Mai wäre Hermann Memmel 80 Jahre alt geworden. München nimmt mit Böllerschüssen Abschied.